Da war ja was. Schön. Ich kann den gedrückten nicht hochschmeißen. Stimmt. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Fuck. Das heißt, du bist jetzt zu dem Schluss gekommen, dass egal was du hier in dem ersten Raum auswählst, du kannst nichts mitnehmen, ne? Mhm. Geil, ne? Na, die Feder kann ich mitnehmen. Die kommt runter. Ist klar. Du kriegst keine Feder. Da kommt ein Pilz raus. Natürlich. Fuck. Den Pilz würdest du dann bei dem Anschein spätestens verlieren. Dann nehmen wir jetzt halt doch wieder nichts mit. Was tue ich nur? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ist die Lösung einfach oder? Nö. Das wäre noch langweiliger. Welches von den beiden hier brauche ich denn jetzt? Ich komme aber ja weder an das eine noch an das andere. Du brauchst den Pilz. Befürchtet. Da muss ich ja das hier mit dem P-Switch hier öffnen. Was? Da muss ich die Dinger hier ja mit dem P-Switch öffnen. Man munkelt. Aber es. Das schaffe ich nie alles in der Zeit. Man munkelt. Ich müsste dann die Dinger hier öffnen, P-Switch drücken, gedrückten P-Switch da hochschmeißen, Pilz nehmen und hier noch durchkommen. Man munkelt. Oh. Ich weiß, ich bin sehr hilfreich. Aha. Das geht doch hinten und vorne nicht. Denkst du? Na, ist es so, wie ich es jetzt gesagt habe? Muss man das einfach so machen und ist es einfach nur technisch schwierig? Oder? Das ist, guck mal, das haut auch ansatzweise nicht mal ansatzweise hin. Das, was du hast, vorhast, das wird nie was. Ja, gut, also anders. Du kannst es gerne probieren, also. Das ist aus der Situation, in der ich jetzt bin, überhaupt noch machbar. Ja. Das ist ein Glitch oder so. Man munkelt. Den ich mit dem Pilz auslösen kann. Man munkelt? Ist es aus dieser Situation noch machbar? Nein. Aha. Ah, ich raste aus. Was glaubst du, was du da wohl falsch gemacht hast? Ich weiß es nicht, ich habe den P-Switch nicht gedrückt. Ja. Ist es aus dieser Situation noch machbar? Ja. Wie krieg ich die jetzt auf? Das ist jetzt dein Part. Rutschi! Nein. Es muss ja irgendwas Spezielles sein, sonst. Umso sorgen. Hat's mit den Notenblöcken zu tun? Nein. Wie soll ich das aufkriegen, so aus der Situation? Man munkelt. Wie zerstört man denn Turnblöcke für gewöhnlich? Vom Drehsprung drauf. Ja. Wäre das doch jetzt mal. Ist es möglich, hier so irgendwie so reinzuglitschen? Wie soll das gehen? Das ist dein Part. Ich meine. Ich meine, es funktioniert aber nicht so jetzt wie ein Wandsprung. Weil Wandsprung würde ja man auch sich an diese Ecke hier irgendwie reinspringen und dann, ne, zack. Also du musst da so in die Ecke oben drauf. Das ist einfach nur Probiererei. Ich würde mal Anlauf nehmen, damit du überhaupt auch nur eine Chance hast, da in die Ecke reinzukommen. Ohne Anlauf geht's nicht. Ohne Anlauf geht's nicht. Ich würde dir auch empfehlen, vollen Speed zu haben.
Muss ich draufbleiben auf der Taste oder nur einmal du musst springen? Sowohl die Sprungtaste als auch die Laufentaste gedrückt halten. Du darfst ja kein Speed verlieren. Ah, okay. Also drücken und dann einfach draufbleiben und hoffen. Ja. Schön. Und du darfst halt nicht an der Wand so runtergleiten, sondern du musst halt perfekt in die Ritze zwischen den zwei Blöcken reinfliegen. Ich darf nicht runtergleiten. Also du gleitest danach runter, aber er muss perfekt in diese Kante reinspringen als erstes. Nicht irgendwo an die Wand und dann runtergleiten, weil das klappt nicht. Du musst da perfekt in die Kante rein. Ja! Woo! Immer das zumindest. Aber wie unfair, dass da so viele Sachen nicht funktioniert haben. Oh, so ein Scheißdreck. Neues Video. Sammelt. Oh Gott. Ja, ich hätte mir, vor allem mit dem Peace-Verständen hätte ich mir Gedanken gemacht. Ja. Das war auch eigentlich der Ziel von dem blauen Peace. Halt, wir spielen jetzt auf der 4 weiter. So. Okay. Jetzt sind wir hier in einer etwas neueren Situation, aber... Was jetzt daran? Muss ich hier nochmal den selben Quatsch machen? Ach, ernsthaft? Leute. Man kann es an dieser Stelle umgehen. Also man muss es hier nicht unbedingt machen. Du kannst den blauen Block nehmen, wenn du den nach oben schmeißt, während der blaue Block so zur Hälfte in diesen Turnblöcken drin ist. Dann löst du einen der Turnblöcke aus und kannst einfach so durchgehen und der blaue Block wird nicht zerstört. Ich will den blauen Block also dadurch mitnehmen. Du willst ihn auf jeden Fall nicht dabei zerstören, wenn du diese Steine da zum Drehen bringst. Womit wir wieder bei Puzzle World 3 sind. Nee, okay. Puzzle World 2 war es, glaube ich. Stimmt! Jetzt hätte man die Stelle da ja voll umgehen können. Das hat aber nie geklappt, ich habe den immer zerstört. Du musst dich nicht ducken, du sollst den Stein nach oben schmeißen. Während der Block zur Hälfte in der Wand drin ist. Jetzt hätte ich es nicht ein... Ja, das war semi-effektiv. Du haust jedes Mal. Das ist nicht zu fassen. Du darfst da auch keinen Speed mehr drauf haben, ne? Du musst da eine Bewegung von 0 haben. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ah ja. Ah! Ah, das ist ja wirklich einfach. Ja. So, aber was will ich jetzt hier mit? Ich glaube, man auf die Stelle in Puzzle World umgehen kann. Was will ich jetzt hier damit? Ja, das freut mich auch. Bringt mir ja gar nichts, ne? Hättest dir vielleicht im Laden noch was aussuchen können? Oh nein, wir gehen mit dem blauen Block unbedingt nachher hinten. Hier ist ja viel schöner. Aber ich habe ja nur einen Schlüssel zur Verfügung. Ja, man munkelt. Ja, ich habe nur einen Schlüssel zur Verfügung. Ja, man munkelt. Ha! Hey! Wie schön das funktioniert. Einfacher. So. Und ohne Speed. Ohne Geschwindigkeit zu verringern. Aber was soll die Münze? Was ist da drin? Da ist eine Münzenreihe drin, die bringt dir aber 0. Ja. Weil sie nicht mal rauskommt, weil oben drüber eben diese Notblocks sind. Also, will ich jetzt einen Schlüssel haben? Was? Ich hab ja bloß Schlüssel zur Verfügung. Ja? Ich komme ja nicht mal ran. Ja, du bist groß. Ich glaube, das soll schon klein sein. Ja, das wäre kein Thema, aber dann hätte ich ja den ganzen Quatsch umsonst gemacht. Könntest du dir mal überlegen, was du mit dem blauen Block sonst noch machen kannst? Ich habe schon überlegt, ob ich ihn da durchglitschen kann.
munkelt. Dass er dann da hinten das Ding aktiviert, aber... Man munkelt? Ich kann ihn da durchglitschen. Ja. Einfach gegen die Wand schmeißen. Mit vollem Speed, während du an der Wand klebst. Voller Speed, hallo. Ist das ein Fremdwort für dich? Ich bin doch voller Speed. Du hältst da immer an zwischendurch. Ja, ich muss mich hier kurz ducken. Ja, das ist schlecht. Da verlierst du ja Speed bei. Aber ich laufe danach genauso schnell weiter. Nein, das ist doch nicht. Nicht? Nein. Das ist schlecht. Nicht, dass man den Turnblock vorher auslösen könnte. Aber wenn ich mich hier ganz kurz ducke, dann bin ich eigentlich noch ganz flott und schnell und so. Aber nicht schnell genug. Na gut. Aber das reicht doch dann zeitlich nicht. Ja, wenn du es erst auslöst und dann den blauen Block holst, dann reicht das auf keinen Fall. Und du hast doch dann eine Stunde Zeit, um mit dem blauen Block irgendwo... Oh, fuck, wo ist er? Ach, was ist denn jetzt gemacht? Ach, ich hatte den ja schon aktiviert, ups. Ach ja. Okay, also so und so und jetzt Anlauf und dann durch. Yay! Hey! Schnell, sammel die Yoshi-Coin auch! Och, nein! Safety first. Safety first. So. Nicht, dass hier am Ende, ne? Perfekt, der Stelle einsammeln müssen, wo die Yoshi-Coin zur Hälfte aufgegessen ist. Ach, schon wieder so eine Scheiße. Einen speziellen Block bekommen. Einen unsichtbaren speziellen Block. Bitte was? Das war ein Witz. Ich mach weiter. Gut. Schon wieder so eine Scheiße hier. Hier. Ja. Hätte man den Notblock noch nicht ausgelöst. Ah, da habe ich doch auch nicht viel mehr Anlauf. Aber es reicht. Es geht auf jeden Fall. Also denk dir was aus, wie du das machst. Wie hast du es denn gemacht? Weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe es so gemacht, wie ich es dir gerade eben beschrieben habe, aber... Hm. Ah, da bist du gerade auf jeden Fall in die Wand reingegangen. Zwar ein bisschen zu hoch, aber... Ah ja. Da nicht. Da nicht. Da bist du in die Wand reingegangen. Yay! Ja. Schön. Jetzt versuche nicht auch noch den unteren Turnblock kaputt zu machen. Warum nicht? Dann sitzen wir hier übermorgen noch. Kannst du schon einfach durchspringen, ey. Ja. Extra so, und jetzt merkst du, warum du das ganze Level nochmal spielen darfst. Ah, das klingt gut. Weil Yoshi nicht tot ist. Genau. Tudum. Alles nochmal. Wenn Yoshi jetzt aber tot wäre... Käme dein Yoshi raus, genau. Womit ich dann was tun könnte? Man munkelt. Ich wüsste jetzt nämlich auch gerade mal nicht, was ich dann überhaupt machen soll. Man munkelt. Wär's, wenn du dir erstmal dafür sorgst, dass du hier einen Yoshi hast. Das hätte schon mal Vorteile. Ich überlege, was ich dann machen soll damit. Ja, so kannst du es ja nicht mal testen, was du machen könntest. Ja, bring den roten Koopa um. Ja, ich müsste mich hier irgendwie nach unten glitschen dann. Ja. Aber hier ist nichts zum Glitschen. Ja, derzeit ist da nichts zum Glitschen. Du hast es am Anfang doch schon bemerkt. Am Anfang. Mit einem Yoshi. Was hast du am Anfang mit dem Yoshi gemacht? Ich hab den Pilz verdoppelt. Noch davor.
Habe ich das Yoshi verdoppelt? Noch. Ja, da so nebenbei. Ich will hier ein unsichtbares Yoshi haben. Das willst du auf jeden Fall. Aber was hast du am Anfang damit gemacht? Ich hab's durch die Reset-Pipe mitgenommen. Nein! Was hast du rechts mit einem unsichtbaren Yoshi gemacht? Ich hab mir das Trampolin geholt. Ja! Und wie? Na, mit dem unsichtbaren Yoshi, durch den Sprung nach unten, so. Ja! Ja. Und das soll ich jetzt hier auch machen. Du bist so dämlich, ey. Ich sag dir praktisch die Lösung. Ja, wenn ich hier auf dem unsichtbaren Yoshi bin, dann kann ich mich nach unten glitschen. Ja, Ziel erreicht. Ja. Ja, dann mach! Ja, wie kriege ich da den unsichtbaren Yoshi hin? Auf jeden Fall nicht den unsichtbaren Yoshi vom Anfang. Ja, ja, ist schon klar. Aber wenn der andere... Du hast deine Shell, kannst den Block verdoppeln. Ah. Und scheiße, dass der andere Yoshi jetzt noch am Leben ist. Wie töte ich den anderen Yoshi da oben? Ja, da oben gar nicht, aber unten waren zwei Löcher mit Lava. Ach, ich kann runtergehen. Du musst jetzt von vorne anfangen. Ja, ja, ich will nur kurz was probieren. Jetzt kriegst du zwei Leben. Das war... Kann da nichts machen. Scheiße. Ach ja. Du hast kein extra Save State am Anfang. Nein. Gut, ihr lieben Zuschauer, wir sehen uns wieder, wenn ich hier bin und Yoshi am Anfang getötet hatte. Und ich freue mich drauf, alles nochmal spielen zu dürfen. Wait.